Herzlich willkommen hier zu einer weiteren Folge hier in Thüringen. Ich sehe gerade unser Drescher, der K2, hängt am Baum fest. Dann greifen wir mal ein. Und wir werden mal gleich mal den Rest alleine arbeiten hier, ne? Das kriegen wir jetzt alleine hin. Ungefähr den Kurs hier einhalten wegen Sammeln. Und wenn ein bisschen mehr ist, na gut, oder mal nicht so ganz so passt, ist auch okay. Ja, dann geht's mal vorwärts, ne? Letzte Folge heute. Dann haben wir die ersten Felder fertig. Sobald wir hiermit fertig sind, werden wir Feld 60 zugreifen, helfen oder Feld Nummer 49, 48. Ich glaube eher 48, da werden wir jetzt entsprechend helfen. Geht hier nicht, wenn wir vorwärts kommen hier. Und dann können wir näher zum Plus Stroh fahren lassen, im Livestream, also das lassen wir dann fahren und dann 42 werden wir dann entsprechend mit zwei Abfahrer. Ein Feld wird er alleine machen, die 12, und ich werde dann 42 selber fahren. Mal dreschen, so wie jetzt, ne? Aber was anderes. So viel Stroh. Braucht kein Mensch. Die Marsch schon. Auf geht's, Junge, auf geht's. Heute ist Samstag. Ich muss eine Drohne kaufen. Ob ich da Richtung Mediamarkt fahre, das ist ja paradoxe. Supermärkte ist Maskenpflicht und alles andere ist ohne. Ja, Mensch, Schuss. Ich habe eher den Eindruck, dass die ganze Politik nicht qualifiziert ist. Dass alles Laien sind. Machen wir ganz kurz hoch. Wieder runter. Na, willst du auch zu mir? Oder willst du nur abfahren? Ich habe keine blauen Feldrandkurse gemacht. Bei mir sind sie alle grün. Ist aber okay. Denn der ist Stroh. So, ist er. Das wäre auch erledigt hier. Feld Nummer 49. Na gucken. Wir bringen die beiden Felder nicht in die Reihe. 60 kann ich mir gut merken. Ich kann mir auch gut die 12 merken, aber 48, 49, das bringen wir durcheinander. So. Ich gehe auch einen 60 halten jetzt. Wo der 60 glaube ich ganz gut da ist. Wir werden jetzt überfahren zu. Hm, 48, genau. Vielleicht schaffen wir das heute noch. Mal sehen. Mal ganz kurz mal einen Kurs programmieren. Den nehmen wir raus. Dann nehmen wir. Wir laden mal einen Kurs. Das war ein Feld Nummer 48. Damit wir sehen können, wie wir da fahren müssen ungefähr. Um halbwegs für Stroh hinzukriegen. Die erste Runde hat er ja geschafft. Auch gleich mitmachen können die Ecke da. Machen wir um die kleine Ecke da. Die fährt der andere schon. Da hören die. Und ich fahre jetzt hier. So. Bäume. Als Richtlinie hier oben diese
kleinen Schaffen wir noch eine hoch, Richtung hoch. Da kommt die erste volle, ne? Wenn wir eine Runde noch schaffen. So, scharfe Kurve. Typisch. Frauenabfahrer. Sind die alle? Ich darf nicht vergessen, heute die ganzen Waren zu verkaufen. Falls was schief gehen sollte, dass ich dann zumindest das Geld wenigstens habe. Das passt. Den einen muss ich auch noch zurückfahren, den Sarggutwagen und. Na, kommst du zu mir? Na, 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 na. Oh, zu weit gefahren. Tatsächlich böse kommen. So. Hier bleiben. So, wo bleibt ihr? Dann noch ein Kuttel fahren, ne? Gut, dann lass ich mal stehen, ne? Ja, viel Stroh. Ja, dann fahr ich bei. Wie gesagt, Feldnummer 849 werden wir entsprechend dann fahren. Wo ist sie überhaupt? Für Stroh. Da stehen lassen. Sieht so aus, ne? Ja. Das habe ich vergessen gehabt. Aber ich habe ja aus weißer Voraussicht immer Platz gemacht, ne? Hätte ja auch sagen können, lass mal stehen, ne? Und dann wundert man sich nachher, dass ja keiner zurückkommt, ne? Weil sie alle im Verkehr feststecken. So, was sagt die Uhrzeit? Ein bisschen haben wir noch. Dann wollen wir was schaffen. Aber ist ja Wahnsinn, ne? Aber wenn die Ernte dran ist, viele Felder, deswegen habe ich ja auch auf 6 Tage umgesprungen. An 3 Tagen alles zu machen, das ist ja auch Wahnsinn. Das ist ja auch unmöglich. Aber ich wollte vorankommen, ne? So, Weizen haben wir drin, 410.000 Euro mäßig. Stroh 704. Wahnsinn. So viel. Locker die 3 Millionen knackt.
Aber der Preis wird nicht auch im Keller gehen, sobald wir das verkauft haben. Wenn wir damit einen Schwung in den Marsch kaufen, dann ins Überlager, im Unterlager reinbringen, also Sicherheit, sozusagen abspeichern sozusagen. Das mache ich dann heute noch. In der nächsten Aufnahmesession für den Marsch. Und mal schauen, wie wir mal mit Marsch einen Livestream machen. Müsste ich mal machen. Mal was anderes. Tag. Tag, Fan. So. Letzte Strophe heute. Den Rest ist dann auch egal. Wenn wir mal Lust haben und Zeit haben, dann können wir mal ranfahren von der 60 und die anderen lassen wir automatisch schauen. Das sind so viel Stroh. Aber die Ente haben fast geschafft. Nur so sagen wir es, ne? Gut aus. Also noch ist die 48, da könnte noch ein bisschen länger dauern, aber gut. Da fahren wir zur Not mal selber nachher, ganz kurz. Und selbst hier könnte man theoretisch den Rest automatisch fahren lassen, ne? Wohl gerade. Der ist voll. 46 Prozent. Uhrzeit 1.57 Uhr. Gut, hätte ich normalerweise nicht gemacht, wenn ich arbeiten bin. Aber ansonsten, ja. Heute, wo ich frei habe, die ganze Woche schon, habe ich mich daran gewöhnt, irgendwie länger aufzubleiben, ne? Ist nicht gut. Aber eine Woche zu Hause bin ich wieder andersrum, da geht es wieder anders. Relaxen ohne Ende. Bin ja gespannt, wie es im September losgeht. Ob da Stress kommt, eher nicht auf. Alte Faustregel, Stress aus dem September garantiert nicht. Das ist ja das Paradoxe, also entweder es geht gemütlich daher oder es geht stressig. Ein Mittelding gibt nicht. Ich muss mal sehen, wie viel Urlaub ihr noch habt, dann nehme ich gleich noch Urlaub. Zumindest im Oktober, wenn ich genug Urlaub da haben sollte, ne? Ansonsten mal schauen. So, Strom noch wegbringen und dann haben wir es heute auch geschafft, denke ich mal, ne? Dann werden wir es zum Schluss mal verkaufen. Ja, du kommst mir heute nicht mehr hin. Ja, er müsste doch noch irgendwie. Dann muss man sehen, dass er noch warten, bis er kommt. Beikommt und abliefert. So. Ja. Ich hab glaube ich mehr PS wie er. Er hat's überstanden. Noch zum Schluss eine Karambolage. Ja, aber der andere kommt von oben her. Mein Vorfahrt war mir voll gewesen. Also früher, als ich früher runter mit Cosplay abgefahren habe, da habe ich den Überladewagen gefahren.
Und eine Strecke abgefahren zum Abfahren. Oder zwei, drei. Je nachdem, wie den Fall hätten auch zwei gefahren oder drei. Aber halt nur die Straße, ne? Und jetzt fahren die halt auch zum Silo. Und es klappt eigentlich fast immer reibungslos. Fast. Tone fast. Nicht immer 100%. Aber so im Großen und Ganzen klappt er mit Overdrive. Also die Strecke hier an sich, da klappt. Weil ich eingefahren habe. Ich war schon lange her. Konnte ich schon vergessen. Ich habe nur zum Schluss hier den globalen Markt angeschlossen. Ne? Die Strecke, die hier lang gekommen ist, habe ich hier weitergeführt zum globalen Markt und wieder zurück zur Strecke. Was ich noch machen werde, ist vom globalen Markt raus, obwohl Dünger und so ist nicht die große Menge. So, kippen wir mal ab. Dann warten wir mal einen Abfahrer noch, ne? Wo steckt der gerade? Da. Auf den warten wir noch. Feld 60 ist gut erledigt. Und die 48 ist eigentlich auch. Sieht gut aus. Will da durch. Über den Teich. Und der fährt jetzt da lang und dann da und da. Ey, das funktioniert gut. Das sehe ich aus dem ersten Mal, dass der Teich. Ich habe schon wieder Fahrzeuge. Das ist gut, bis ich da geschaut habe. So, den parken wir auf der Seite, dass er Platz hat. Für den anderen Abfahrer, ey. Stellen wir hier mal so vom Häuschen. So, ich habe einen Fahrer, der könnte auch einen Teich schwimmen. Gutes. So, muss warten, bis er kommt hier. Muss ja gleich da sein. Der ist schon auf dem Weg. Damit wir dann auch abschließen können, ne? Wie sieht's aus? Hier können wir hinstellen. Ja, wir haben gut drin. 500.000 Liter. Und fast 800.000 Stroh. Das ist recht gut. Da kommt er schon. Der Karte schon zu sehen. So. Zieleinfahrt. Zum Ende des heutigen Folge. Sehen wir mal in den Abfahrer hier kommen. Für Weizen. Bisschen Platz machen. Mal sehen, ob er fliegt. Kann man nicht meckern, ne? Bandit 980. Geht viel rein. So. Er darf dann gerne zurückfahren. Beziehungsweise kann auch stehen bleiben. Ist da irgendwie ein Nest drin? So, die Schauer, jetzt machen wir einen Verkauf. Also eine halbe Million für Weizen. Und rund 92.000 für Stroh. Jetzt sehe ich drinnen, wir haben jetzt drinnen im Lager Weizen. Ne, und das kann ich so, ne, Stroh ist gut geworden. Das ist wirklich gut. Ja. Wir haben es verkauft, ne? Ja, liebe Tor, das soll es für heute gewesen sein, für die heutige Woche. Ich würde mich natürlich freuen, wenn heute Abend beim Livestream der eine oder andere da ist, mal reinschaut, ob nur kurz oder lang, ist ja egal. Würde mich freuen. Dann mal tschüss und ciao. Ja, man sieht sich dann wieder in ein paar Stunden, ne? Tschüss.